Ja, alles klar. Viel Glück, viel Spaß beim Zocken. Achso, ich muss ja noch. Computer. Rollo aus. Ich mag Smart Homes. Gott, jetzt ist das wirklich finster hier. Ich hätte jetzt noch ein Menü erwartet, aber das kommt jetzt wahrscheinlich. Ja, gut, okay. Ja, natürlich, ja. Ich muss die Auflösung runter. Aber das kriege ich nicht runter. Wo kriege ich das nicht runter? Die Auflösung will ich eigentlich gar nicht so hoch haben, weil sonst muss er so viel umskalieren. Beispielsweise, das geht eigentlich, ne? Das geht, okay. Lass mal das so. Ja. Spiel nicht allein. Ich muss alleine. Ich kann nicht. Gemeinsam ist ein Filmabend. Okay, nein. Ich muss alleine spielen. Ich habe gerade niemand mit dem Spiel. Warum auch immer jetzt hier ein chinesischer Markt? Südchinesisches Meer. Okay. Neue Story. Neuer Platz. Auf den Platz fertig los. Bin selber gespannt. Ich hab noch kein bisschen davon gespoilert. Ich hab nur mitgekriegt, dass es manche mit sehr, sehr gut bewertet haben. Also schauen wir mal. Ja, das stimmt. So Zweiter Weltkriegszeit. Ja gut, das ist Zeiten Zweiter Weltkrieg. Und das sind eindeutig Chinesen. Erkennbar an den lustigen Laternen. Ich weiß nicht, wie sie heißen. Okay, Kumpel. Wir sollten mal langsam zum Schiff zurück. Hey! Immer schön langsam. Was? Sieht ganz so aus, als hätte Charlie heute noch so ein. Ja, daran auch, ja. Kann ich kämpfen? Hey, gib mal einen Quarter. Wieso? Für einen Blick in meine Zukunft. Das endet meistens nicht gut, sowas. Was erwartet mich, Alter? Ja, nach Zweiter Weltkrieg, okay. Ja. Werde ich reich? Was wird aus meinem Sohn? Ich will wissen, was aus meinem Sohn wird. Wird er... Wird aus ihm ein guter Mann? Läuft alles gut für ihn? Die Grafik sieht auf jeden Fall schon mal nice aus, das ist richtig. Aber ich denke, dass es... Ich hoffe mal, dass sich das auch so beibehält während des Games. So, ich habe keine... Was nehmen wir? Bambus oder Drachenstein? Ich glaube, das ist so beschrieben worden, dass so ziemlich jede Entscheidung... Drache war klar. Jede Entscheidung, die wir in dem Spiel fällen, hat irgendwelche Auswirkungen.
Okay, Nils sagt Drache. Noch jemand, der eine Meinung hat? Ich glaube nicht. Was jetzt? Entscheide dich. Entscheide du dich. Leider können wir nicht im Bambus. Okay, Bambus. Ich nehme jetzt Bambus. Leider wird wahrscheinlich nicht jede Entscheidung irgendwas so siehst. Halte gedrückt. Und dann mit der Maus. Fische. Ich sehe einen Fisch. Das sieht aus wie ein Fisch. Leider wird es wahrscheinlich in dem Spiel so sein, dass wir auch zeitmäßig Entscheidungen treffen müssen. Deswegen können wir leider nicht alle Entscheidungen mit dem Chat quasi absprechen. Aber wenn sowas entschieden werden kann, dann frage ich den Chat. Tod? Warte, was? Das sind ungünstig. Hey, was soll das heißen? Was zum Teufel, Mann? Hey, Kumpel, lass mich mal ran. Ach ja? Hältst dich wohl für stark. Bekämpfen? Klar. Die guckt ein bisschen creepy. Hast du noch einen Quarter? Kommt auf deinen Deckel. Ein Quarter, yay. Er hat schon 50 Cent auf seinem Deckel. Hey, ich probier's mal. Das ist ja der Hammer. Ach. Wie, da gibt's tatsächlich... Ich dachte, das wäre nur so ein Entscheidungsding. Okay. Also, Mimik haben die echt nicht gut hingekriegt von dem Game. Sie sah gerade so ein bisschen aus, als ob sie so... Sie guckt so ein bisschen eingebildet. So, Was ist das für eine Maschine? Die auch noch zurückschlägt. Schneller. Da war es zu langsam. Hey, Chuck, wir sollten zurück zum Schiff. Oder wir stranden hier noch. Komm schon, Mann. Nur noch eine Frage. Wir müssen echt wieder zurück. Er durfte seine Frage noch nicht mal beantwortet haben. Oder seine letzte Frage. Naja, ist er. Frachtraum Nummer 2! Da ist ein Totenkopf auf der Kiste. Sicher? Es sind auf jeden Fall ein paar Kisten mit Totenköpfen drauf. Und das, die werden mitten in einem riesigen Raum gelagert. Das bedeutet, dass es was ganz Gefährliches ist, weil die Armee darauf aufpassen muss. Hey, in einem großen Raum. Hey, wo sind meine 50 Cent? 50 Cent? Welche 50 Cent? Hey, komm schon, Mann! Hey, auf einmal sind sie so besoffen, dass sie sich nicht mehr unter Kontrolle haben? Oder man kriegt gleich noch auf die Fresse. Soweit ich das beurteilen kann, sind diese Männer einfach absolut sturzbetrunken. Er kommt auf die Krankenstation, schmeißt den anderen ins Loch und lasst ihn da. Okay.
waren eben, auf dem Markt waren sie doch noch eben, lass mal zum Schiff, bevor wir hier stranden. Und auf dem Deck plötzlich, das kaufe ich dir aber nicht ab. Natürlich. Das Boot hat ein Leck. Moin, Bernie. Erlebe live mit, wie das Böse sich auf dem amerikanischen Schlachtschiff ausbreitet. Und wahrscheinlich Besitz von diesen Leichen einnimmt. Bewegen kann man sich auch. Extrem langsam, aber man kann sich bewegen. Kann man auch laufen? Nein. Okay, Bilder gucken. Das sieht... könnte mein Sohn sein. An Papa, kommt bald zurück. Ja, das denke ich mal, wird mein Sohn sein. Da kann ich... doch, da kann ich auch lang gehen. Mhm. Kannst du mal den Schrank... Was zum Teufel? Sogar den Schrank muss ich aufmachen, wollte ich gerade sagen. Notizbuch, das hätte ich auch gerne angeguckt. Oder sowas. Okay, nun zurück. Gut, also der Arzt liegt tot im Schrank. Und es war von innen verschlossen. Hier raus. Was zur Hölle ist da draußen los? Ich habe ein Flugzeug gehört und Schüsse. Ich auch. Und da war eine Leiche. Was? In der Krankenstation. Hier stimmt was nicht. Los, raus hier. Ja gut. Ich gehe in deine Zelle. Legte außer Dienst betrunkenes Verhalten an den Tag, dann am anderen Verhaftung zur offiziellen Stadt an der Öffentlichkeit geführt, da wurde sichergestellt, wenn er. Blablabla. Okay. Das liegt in der Zelle. Mhm. Verschlossener Tresor. In einer Zelle. Diebstahl, Haftmotor, Davis, also nur so eine Erklärung, weil er alles wie wann in Haft gesessen hat.
warum und weshalb und sowieso. Das ist Blut. Das ist Blut, ja. Hat wurde einer mit dem Kopf an der Wand gedonnert. Wahrscheinlich. Gott, die Besteuerung ist herzallerliebst scheiße. Man kann nur. Man muss mit WASD echt die Richtung gut hintüfteln. Okay, drücke S im Rhythmus des Herzschlags. Okay. Dachte ich mir auch gerade so interessant gemacht. Aber mal gucken, wie es weitergeht. Das soll ja nicht nur das, dieses Anfangsszenario hier sein. Das soll irgendwas. Da lief gerade ein kleines Kind. Das kann man mit 5 Leuten im Multiplayer spielen. Also, das scheint noch anders zu werden. Da ist irgendwie das grüne Zeug auf dem Boden. Da will ich gar nicht hin. Kind aus der Kiste. Das kann natürlich sein. Das sieht so. Gott, das wird Steuerung, sei Dank, ey. Das zu. Er steht da so beschaulich am Spind, deswegen dachte ich, vielleicht ist das ein Waffenspind? Nee. Okay. Hey, Charlie, hilf mal! Achso. Ich hab S gedrückt. Wie blöd. Schneller? S? Charlie, hilf mal. Noch schneller. So. Ja, du sagst es. Totale Scheiße. Oh, Kamerad, hast du dich hingelegt, ja, ne? Aber dieser Schleier ist überall auf dem Fußboden. Noch eine Leiche. Oh, verdammt, Buckley. Der war doch letztens beim Essen noch vollkommen putzmunter. Armes Schwein. Jetzt guckt er so ein bisschen komisch aus der Wäsche. Mit weißen Augen. Oh Mann. Da kann ich nicht lang. Ich will die ganze Zeit Steuerung drücken, damit ich schneller laufe, oder? Okay, halte, um schneller zu gehen. Aber wenn ich es halte. Moment. Na doch, einen ganz kleinen Tick schneller. Ganz kleinen Tick. Also, geht das bloß mir so? Oder hast du auch gerade so ein blödes Gefühl? Sehe ich so aus, als würde ich über meine Gefühle reden? Du siehst echt beschissen aus, Chuck. Bin ich der Einzige? Toll. Hey, Chuck. Hast du den Jungen da gesehen? Nee. Bist du okay? Ja, stimmt, das ist echt wie ein Film gemacht, ne?
Ich vermute mal, das geht auch noch so weiter. Finde ich eigentlich gar nicht mal schlecht. Ein richtig gutes Story-Gamer wieder. Nur innerhalb von 4 Minuten 4 Jumpscares. Hm. Übertreib's halt. Im Multiplayer wäre es jetzt fies, ne? Der eine kriegt eine Tommy, der andere ein Messer. Seinen Sohn oder was? Hey, komm her. Oh Gott, nein. Charlie! Hm, du warst doch eben hinter dir. Wahrscheinlich erschieße ich jetzt Charlie. Mutig mal. Ich kann aber durch ihn durchschießen. Er morst und schreit den Taster an, ob ihn jemand hört. Was? Ein paar Fehler hat das Game irgendwie, glaube ich. So. Hört mich jemand! Hört mich über Hilfe! Soundtrack gefällt mir ja schon mal.
Ja, ich auch. Extrem gerade sogar. Also, als ersten Erklärungsversuch würde ich jetzt tatsächlich sagen, dass das grüne Zeug, was auf dem Fußboden rumgeht, das ist irgendwie ein Nervengas, was sie getestet haben an ihren eigenen Leuten. Und die sind alle verrückt geworden und haben Geister gesehen und sich irgendwie alle gegenseitig erschossen und umgebracht. Aber kann natürlich auch was ganz anderes sein. Ich weiß es halt noch nicht. Hallo. Hallo. Und willkommen in meiner Schatzkammer. Ich bin der Kurator. Der Kurator der Geschichten. Geschichten über Liebe und Hass, Gier und Schönheit, Leben und Tod. Geschichten wie diese. Ich bin hier, um Ihre Geschichte aufzuschreiben. Denn diese Erzählung ist noch nicht abgeschlossen. Sie bestimmen, wie sie ausgeht. Und Ihre Entscheidungen bestimmen auch, wie das Leben all derer verläuft, die Ihren Weg kreuzen. Oder ob es endet. Wir alle fällen Entscheidungen nach unserem eigenen moralischen Kompass. Und müssen dann mit ihnen leben oder durch sie sterben. Aber fürchten Sie den Tod nicht. Er ist schließlich unvermeidlich. Es ist der Preis für das Privileg des Lebens. Und wir zahlen ihn irgendwann alle. Doch niemand zahlt wohl gern früher, als er muss, oder? Wenn ich eine Rechnung kriege. Wie im echten Leben hat alles Konsequenzen. Ihre Entscheidungen beeinflussen immer auch andere. Ich behalte Ihren Fortschritt im Auge. Ich werde mich nicht einmischen, doch vielleicht gibt es von mir bisweilen einen Hinweis. Hier ist einer für Sie. Es gibt Bilder in dieser Welt, die Ihnen etwas zeigen. Zukunftsversionen. Können Sie sie finden und studieren, treffen Sie danach womöglich bessere Entscheidungen. Oder sollte ich sagen, Entscheidungen mit den Auswirkungen, die Sie wünschen. Das war's im Moment. Wir sehen uns bald schon wieder und haben dann Gelegenheit, Ihre Aktionen sorgfältig zu analysieren. Oder das hinterlassene Chaos. Hallo Chris. Ja, wegen Horror-Game. Geistreich. Der ist mein Bruder. Duke of Milan. Ja, das bin ich. Nein, ich bin unsicher. Okay. Reicht das? Falls nicht, bestellen wir einfach Nachschub. Klar. Also, hör mal. Ich war noch nie da unten. Unten? Im Wasser. Tauchen. Kannst du mir zeigen, wie es geht? Echt jetzt? Ja. Ich meine, du bist echt hier ohne eine einzige Tauchstunde? Irgendwie, ja. Oh, das ist peinlich. Ich musste arbeiten. Was bitte? Allein ist sowas echt peinlich. Peinlich ist, dass du einfach so herkommst und ich soll deine Hand halten. Kann sein. Noch weiß man es nicht, Nils. Faszinierend ist eigentlich eher, dass der Bruder nicht weiß, was, dass der noch nie getaucht hat. Sei cool. Also so als Bruder unterhält man sich ja eigentlich. Tja, also alle beide stinkreich. Und? Reg dich nicht über Kleinscheiß auf, Mann. Bleib cool. Lass mich nicht bereuen, dass ich dich mitnehme.
ich wurde eingeladen, ich bin gut mit Menschen. Ja, ich bin gut mit Menschen. Ey, du weißt doch, dass ich mit neuen Leuten nicht gut kann. Ja, ja, halt die Klappe. Sei doch mal locker. Ach, komm schon, sag auf dieser Reise einfach zu allem ja. Halt. Glaub mir, ich will, dass du dich amüsierst. Okay. Okay, aber was, wenn jemand auf blöde Gedanken kommt? Dass dann sag ich ja. Umrennen soll. Metaphorisch dann sag gesagt. Ich ja. Sei einfach cool. Okay, mein Bruder hat gesagt, ich soll auf alles ja sagen. Sorry, also sage ich auf alles ja. Ich hätte gedacht, dass ein Medizinstudium so schwer ist. Überraschung. Und Mann, diese Fernkiste mit Julia ist echt hart. Fernkiste. Ist ja schon 2 Wochen. Muss. Ich verstehe es. Alles klar. Man kann auch nichts sagen. Bingo. Wie gerufen. Was? Conrad meint, wir haben zu wenig Bier. Ah, dann werde ich die hier wohl mal besser verstecken. Ja. Yeah. Eigenschaften aktualisiert, okay. Ich bräuchte mal deine Meinung. Mensch, was ist das denn? Es gibt da eine Sache und ich versuche mich zu entscheiden. Dein Medizinstudium? Nee, aber eine von diesen wichtigen Entscheidungen, weißt du? Und ich weiß nicht, was richtig ist. Das weiß ich auch nicht. Ich kenne euch ja noch nicht mal. Hör auf deinen Bauch, denk drüber nach. Einmal cool sein. Hör auf deinen Bauch. Der sagt's dir schon. Hey! Begeistert. Conrad, tollkühn, entspannt. Er sieht auch extrem entspannt aus. Wie heißt der Schauspieler noch? Oh. Tut mir leid. Conny, das ist Alex. Hey, wie geht's, Conrad? Vorsicht, Jules. Ein Ladykiller. Freut mich, Conrad. Conrad wird sicher noch zum Problem. Brad, mein kleiner Bruder. Wahrscheinlich. Hey. Bradley! Ich glaube, ich kenne dich schon, hab viel von dir gehört. Ja, gleichfalls. Oh. Hab ich dir gefallen? Hey. Hört das Grinsen! Ein Bierchen? Jede Sekunde. Zögerlich. Ich werde seekrank. Entspannt. Ja, cool. Ich bin cool. Ja, cool. Super. Ich liebe Bier. Ich liebe Bier. Ja. Guter Mann, Radical. Mords. Streberparty. Mastiv. Was? Bist du schon mal getaucht? Ich bin ja ehrlich. Eigentlich nicht. Hab ich noch nie gemacht. Wasserjungfrau. Cool. Hey, das ändern wir heute. Ich bin cool. Ich bin auch ganz lieb. Wo ist überhaupt der Kapitän von diesem Kampf? Ungeduldig. Ungeduldig und mutig. Okay. Ich würde ja sagen, macht's euch bequem, aber... Nachdem sie jetzt aufs Schiff gekommen ist, stimme ich dir zu, Bertie. So, alle an Bord und bereit abzulegen? Wenn es dir recht ist, Captain. Haha. Sie ist nicht nur ungeduldig und mutig, sie ist auch ein Arschloch. Gut. Ganz genau, lass alles raus. Ja. Wenn nichts mehr drin ist, kann nichts mehr rauskommen. Willst du dich mal hinlegen? Ja, ist eine gute Idee. So fängt also der Porno an? Ja. Oh Mann. Wie wäre es hier drüben? Ganz schön weit draußen.
Ich suche bloß Alternativen, falls wir nichts mit der Tauchkamera finden. Ganz ehrlich, ich habe noch nie von eurem Wrack gehört. Normalerweise wimmeln Wracks von Tauchern. Ja, das hier ist anders. Ich meine ja nur, wenn es vielleicht zu spät wird, kenne ich ein paar gute Stellen zum, naja, Tauchen. Brad, also für Brad war so sicher. Optimistisch. Brad weiß Bescheid. Das Wrack muss hier sein, wenn er sagt. Okay, du bist der Kunde. Ich meine ja bloß, das Tageslicht ist irgendwann weg. Ich helfe Conrad und Julia mit der Kamera. Was gibt? Was ist Eigenschaften aktualisiert? Ach, okay. Oh, du Scheiße. Okay. Muss man mal eben kurz durchgucken. Also Brad, motiviert, eifrig, ungeduldig, unsicher und mutig ist noch relativ großzügig. Mutig ist noch relativ klein. Conrad. Gut, nichts. Oh, halt, stopp. Achso, das sind die Beziehungen zu den anderen, oder? Nee, ich spiele Alex, was ein Zufall. Okay. Und das sind die Beziehungen zu den anderen. Alles klar, jetzt habe ich das verstanden. Ah, okay. Also, Entschuldigung, ich muss nochmal drücken. Okay, ich bin momentan nicht mutig und nicht großzügig. Ich bin aber ungeduldig, unsicher, motiviert und eifrig. Gut. Ich spiele anscheinend Alex. Alles klar. Brads Berechnungen waren goldrichtig. Brad hat's drauf. Ein echtes Genie. Wir sollten ihm danken. Fliss, da ist ein Flugzeug. Ja? Ja, aus dem Zweiten Weltkrieg. Lass uns tauchen. Eigentlich sollte ich das ja der Hafenbehörde melden. Als unregistriertes Wrack. Tja, eigentlich. Wollt ihr euch nicht an die Vorschriften halten? Genervt. Nun, wer weiß schon, dass wir es nicht beim Tauchen gefunden haben. Also, wen juckt's? Vorschriften? Sind wir im Kindergarten? Ich muss darauf hinweisen. Wir sehen uns doch bloß um. Kriegt doch keiner mit. Gut, aber beeilt euch. Und fasst bloß nichts an. Ach, ich kann's kaum erwarten, als Erste da unten zu sein. Stell dir das vor. Unberührt. Beziehungen aktualisiert, Eigenschaften aktualisiert, okay. In ein paar Minuten solltet ihr runter können. Ich nehme die Flaschen. Ihr Jungs checkt nochmal alles. Seht ihr mal die Kamera an, ob da was Brauchbares drauf ist. Klar, Ma'am. Was? Hey, doch, sieh wir doch kommen mal es mit. Bruder. Was bekommst du mit? Achso, ich kann mich bewegen jetzt, okay. Die Öffnung können wir rein. Genau, Errungenschaft freigeschaltet, Pornodialog freigeschaltet. Okay, helfen. Achso, ja, meine, Entschuldigung. Da ist eine Lücke am Heck. Sieh mal. Hm. Ja, ich sehe. Indem ich die Maus gedrückt halte und... Das ist die Front. Das ist wieder die Front. Da ist die Lücke. Nee, nicht als Lücke gedacht. Wisch. Anklicken kann ich jetzt aber nicht. Schau mal über den Flügel da. Schau mal über den Flügel, ob da eine Öffnung ist. Schon sehr unrealistisch. Ja, wer weiß, was wie aus welchem Jahrhundert diese Tauchkamera ist. Ich schaue. Ich muss wieder zum Flugzeug zurückwischen.
Ja, also. Das sieht nach einer Luke aus. Das ist doch, das ist definitiv das Heck. Und da ist irgendwie ein Loch, aber ich kann nichts anklicken oder so. Ich kann nur wischen. Okay, zurück. Hey, so. Hey. Hi, Süßer. Was hier? Felice, das ist ja eigentlich. Sieht nicht koscher aus. Gehen wir mal runter, mal gucken, was hier so ist. Bisschen neblig. Ich würde die Kamera immer gerne in die andere Richtung schon mal halten, aber es geht leider nicht. Man muss echt in die Richtung laufen, damit die Kamera sich umschwenkt. Was geht? Ist klar? Sorry, das Bierchen war dann doch zu viel. Mhm, klar. Mach dir keine Sorgen, du solltest es besser wissen. Hey, gehört alles zum Abenteuer. Tut mir leid, dass ich alles versaut habe. Keine Panik, es ist alles nicht so schlimm. Ruh dich aus, komm einfach nach. Das hört sich etwas nasal an. Komm einfach nach. Was hier? Schränkchen? Ich glaube, Julia hat echt alles eingepackt. Man kann den Preis echt riechen. Jungs, aber ihr gefällt's. Da oben wird sie ungeduldig. Okay, das war jetzt anscheinend nur, um festzustellen, dass meine Freundin Kohle hat. Oh, da war noch ein Zeug. Das Bild konnte man noch angucken gerade. Genau. Hm. Was haben wir denn hier? Ah. Vorahnung. Gestrandet. Geheimnisse? Bilder? Ausrichtung. Ah, okay. Oder aber noch mehr Bilder. Vorahnung ansehen nochmal. Gut, da konnte man jetzt nur sehen, wie er irgendwie aufwacht, irgendwas sagt und sich aufrappelt, weil er aus dem Bett gefallen ist oder so. Hm. Ich glaube, ich überprüfe mal die Taucherflaschen. Kann ich nicht. Okay, also, das ist das Kreislaufgerät. Viel cooler als normale Atemgerät. Kannst du das Navi noch checken? Ach ja, das Navi. Das Ding nimmt all das CO2, das du sonst ins Wasser bläst, und bereitet es wieder auf. Und verringert beim Auftauchen die Dekompressionszeit. Echt klasse. Hm, also ein Profitauchergerät. Okay, O2-Check fertig. Wow, immer mit der Ruhe. Check erstmal dein O2. Danke für deine Hilfe. Okay, ihr Clownfische. Ich guck mal, was Fliss gerade so treibt. Benimm dich, Conny. Was ist denn das eine, was ist das andere? Kamera oder ein Stock? Ich nehme die Kamera. Du filmst, ich sag.
sagt, wo es lang geht. Machen wir ein Vorherfoto. Gut, Kinder. Ab die Post. Und gut, vergesst bitte die Regeln nicht. Reden. Fürs soll nicht ständig motzen. Romantisch. Dann schmeißen wir das Ding heute Nacht nochmal an. Nur für uns beide ganz allein. Mit Bangstick oder ohne? Da platzt der Buhkabine glatt ein Bullauge. Bangstick, den ich jetzt nicht mitnehmen konnte, weil ich reden musste. Okay. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was das war, aber Bangstick vermute ich mal, dass es ein High-Stick war. Also ein High-Abwehr-Stick. Hoppla, alles gut? Mehr oder? Das kriege ich auch ohne. Kein Ding. Hau ich einfach auf die Nase. Okay. Alles klar. Schade, dass Fliss so verklemmt ist. Sie tut ja, als wollten wir das Flugzeug plündern. Hey, ein Souvenir wäre cool. Ein klitzekleines Etwas tut doch bestimmt niemandem weh. Das bleibt unser Geheimnis. Das Wrack wird ja auch nicht täglich überprüft. Da. Diese Form. Das muss es sein. Oh, ho, ho. Das ist ja viel größer, als ich dachte. Scheiße. Ziemlich unbeschädigt. Das ist ein sensationeller Fund. Suchen wir nach einem Weg ins Innere. Hey da, Captain. Kleines Bier mit dem ersten Offizier. Du bist nicht mein erster Offizier. Zweiter Offizier. Nein. Alles fit, Schiffsjunge? Immer noch nein. Dein spendabler, gut aussehender Kunde bittet darum, ein goldenes, kühles Gebräu mit dir genießen zu dürfen. Nein. Nee, ich muss mich auf deine Freunde konzentrieren. Nettes Boot hast du hier. Wie bezahlt man sowas? Eine lange Geschichte. Frag nie eine Lady. Du weißt, dass man eine Lady nie nach Geld fragt. Okay. Ich kaufe mir nur bald selbst ein Boot und dachte, du hast vielleicht Tipps für mich. Ja, du siehst auch direkt aus wie ein Bootkäufer. Es wäre mir eine Freude, dich um dein Geld zu erleichtern. Ein Sturm zieht auf. Ich sorge lieber dafür, dass die Duke of Milan nicht auseinanderfällt. Ei, ei. Ah, okay, jetzt spiele ich sie. Kann ich jetzt auch? Ah, okay. Hinterlistig. Eifrig. Ehrlich und mutig ist auch noch. Sie ist von Natur aus, wurde sie vorgestellt, als mutig. Und jetzt ist sie nicht mehr mutig. Alles klar. Was sagt das Navi? Wetter ist gut. Die Wolken gefallen mir gar nicht. Oh-oh. Jetzt wird's ganz schön voll hier. Voll? Wieso? Kann ich aufs Tablet gucken jetzt? Ja, kann ich. Wow, das ist kein normales Wrack. Hoffentlich kriege ich deswegen keinen Ärger. Müsste man die beiden jetzt nicht irgendwie sehen? Sind doch Live-Bilder, oder nicht? Ja, was war das? Ja, mit der Steuerung müssen sie dran arbeiten. Ich glaube, man sah den Hai da. Eben kurz. Duke an Alex. Duke an Julia. Gibt's nach einem Funkspruch auf?
Zoomen kann ich nicht. Ich kann nur wischen. Nach oben, nach unten. Ruf mal Flipper. Flipper! Check Alex! Wo ist er? Okay, anscheinend nichts. Dann kann ich mit ihm quatschen. Könnte, wenn ich da rumgehen könnte. Sie hat ein cooles Wadentattoo übrigens. Okay, ein Stückchen da reingehen. Hey, jetzt darf ich. Okay. Überwacht du überwachst die Taucher und ich sehe nach dem Boot. Kein Prop-Up. Das ist mein Ernst. Das ist jetzt echt kein Spiel mehr, Conrad. Mach's ordentlich oder lass es. Ja, klar. Kapiert. Im Ernst. Verwöhnte Körn. Sarkastisch, Guinness. Eine Ferien. Nichts sagen. Hey, ich will mich bloß amüsieren. Besorgt, reserviert, hinterlistig. Ja. Ich bin hinterlistig, aber ehrlich. Alles klar. So, kann ich das nochmal checken? Hallo, mein kleiner Freund. Was willst du bloß hier draußen? Unter Deck noch was Tolles für sie. Oder kann ich jetzt hier auch noch mal die Vision angucken? Nee. Die Tür war eben zu, glaube ich. Da mal. Bloß. Das frag mich auch. Da war ein Typ mit Waffe und irgendjemand, der. Wie läuft's? Umgehauen von einem Bier. Mann, ich bin eine Lusche. Trink nicht so viel ein, hey, du bist im Urlaub. Übertreiben gehört dazu. Ich gründe jetzt den Club der Zurückhaltung. Bin schon Mitglied auf Lebenszeit. Hoffentlich amüsieren sich die Turteltauben da unten. Was weißt du? Ich hoffe, sie wissen, was sie tun. Ich hoffe, sie wissen, was sie tun. In der Tiefe macht man keinen Blödsinn. Hey, Fliss! Da vorne, ein Boot! Was wollen sie? Unbehaglich. Kein Boot der Küstenwache. Wir gehen nicht in den Knast. Was machen wir jetzt? Wir machen gar nichts. Ich bin der Captain. Sei still und lass mich reden. Verstanden? Sollte ja die warnen, die Leute, wenn sie schon so eine Boje nicht sehen. Hey, das Boot ist kaputt, siehst du? Unser Boot! Das regeln wir schon, Mann, ist kein Problem. Was meinst du, würden 10 Mäuse reichen? Was? Oh, mein Fehler, sagen wir 20. Oh Mist, meinst du doch eher 30? Krieg ich noch hin? Okay, wie ist er denn drauf, ey? Ja, Konrad macht Probleme. Ich nehme einfach den ganzen Pott. Wie ist er denn drauf? Conrad, hast du einen Knall oder was?
Der hat ein Loch im Schädel. Conrad hat was von einer Öffnung gesagt. Conrad, wirklich? Wirklich. Beim Heckgeschütz. Ah, gut gemacht, Conny. Conny. Eine Luke, da kommen wir durch. Etwas Spitzes an meinem Ausgang. Lass mich raten, was passieren wird. Oh, oh, nein, oh. Oh, Mist! Hätte ich das gewusst? Jetzt locke ich doch einen scheiß Hai an. Vorsicht! Kann gefährlich sein. Fuck, man muss die Finger echt immer die ganze Zeit auf der Tastatur lassen. Ladies first. Ach du, schwimmen muss ich jetzt auch noch? Ich will nur mal kurz anmerken. Heilige Scheiße, Alex, wir haben's geschafft! Ist doch Okay. Das sah nach einem Herzproblem aus, also noch ein Herz. Hat sich die Brust gehalten? Und was geschmerzt hat oder so? Julia, stopp! Da passt du nur ohne Tauchgerät rein. Zu riskant. Das Rohr ist ziemlich eng, wenn du ohne Kreislaufgerät stecken bleibst. Nee. Ist vielleicht zu gefährlich. Blutendes Bein reicht ja schon. Das riskiere ich jetzt mal nicht. Da hat auch noch irgendwas geleuchtet. Okay, Patrone. Einschusslöcher. Der ganze Rumpf durchsiebt. Brad flippt noch aus, wenn er das sieht. Okay. Ah, okay, die Taschenlampe. Ja, ich wollte gerade sagen, die Taschenlampe reagiert auf meine Schwimmrichtung, aber das stimmt nicht ganz. Mein Gott! Das ist ein Skelett. Unter Wasser, also. Nein, ich wollte kein Menü aufrufen. Ich glaube, da kann man nicht mehr wirklich was erkennen. Wow. Was ist hier nur passiert? Ich denke, sie wussten um ihr Ende. Was war das? Sehen wir nach. Du zuerst? Das war klar. Der hat eine Knarre. Lauft, an die schwimmt. Okay, achso, mit Weg. Eine Muräne. Mich fast vollgewickelt. Ist doch schön warm. Yeah. Sie hat echt gerade gesagt, ist doch schön warm. Pilot und kein Zweifel. Flugzeugabsturz. Echt kein schönes Ende. Das Zeug liegt schon ewig hier unten. Ja. Ich ahne etwas. Ich drehe am Dings. Nein, ich lasse das mal. Ich bewege das Teil mal nicht. Nur um neugierig zu sein, was nicht passiert quasi. Wahrscheinlich muss man das machen. Oder was ist, wenn ich jetzt einfach wieder rausschwimme? Jetzt einfach wieder... Oh, hier ist noch was. Sieh mal. Im Bombengestell hängen Rettungsboote. Interessant. Eins von den Rettungsbooten fehlt. Ob sie es benutzt haben? Mal sehen, was es sonst noch gibt.
Ich will. Der schwimmt nach vorne. Ich schwimme da raus. Ich will nicht an dem Ding bewegen. Ich weiß irgendwie schon ganz genau, was passiert. Ich bewege das und das Ding rutscht irgendwie einen Abhang runter oder so. Deswegen will ich jetzt einfach mal probieren, was passiert. Das war das Bild, das kennen wir ja schon. Ich hab's gerne im Norddeutschen. Sinnlos. Ja, stimmt. Fast. Muss ein gruseliger Jumpscare sein und nicht einfach eine Moräne. Ich kann. Okay, man kann nicht wieder raus. Man muss. Das Einzige, was jetzt überbleibt, ist, man muss diesen Dings bewegen. Oder? Scheiße, ich werd's riskieren. Da halt rein. So würde kein Taucher agieren. Der würde ein paar Mal kräftig ein- und ausatmen und dann erst die Maske abnehmen. Nicht einmal kräftig einatmen, das war's. Ein Tintenfisch. Ich kann jetzt gerade nichts machen. Oh, Alter. Nein! Okay. Man muss die Spannung ja aufrechterhalten. Ne? Sogar mit selbst entwässernder Maske. Eine Chance, kapiert? Lässig war kein Problem. Ich weiß, was ich tue, okay? Ich weiß, was ich tue, okay? Ich brauche keine Hilfe. Okay, dafür. Okay, dreh das. Das war ein Rettungsflugzeug von einer US-Basis. Sehr gut. Okay. Das war eine Rettungsmission. Heilige Scheiße! Wir müssen hier raus, jetzt! Ja, bleibt er frei. Ah, jetzt kommt der Hai bestimmt. Oh Gott, Alex! Das ist ein grauer Riffhai. Kein Interesse an uns. Komm schon. Natürlich. Warte. Okay. Ich dachte, das ist der richtige Zeitpunkt, aber ich war mir auch nicht ganz sicher. Wer kann sich da schon richtig sicher sein? Was willst du? Weißt du? Vollidiot. Unter Wasser sieht man schlecht, aber ich knie vor dir. Aha. Julia, willst du mich heiraten? Hinter dir, nein! Erstaunt. Oh Mist. Sorry, Alex. Ich hab nicht. Ich wollte. Wir sind fast gestorben. Julia, ernsthaft? Ja. Alex, wow. Das gibt ja eine Story. Mit Happy End? Ja. Ja, klar. Zweiter Bond-Dialog mit Happy End? Ja, klar. Okay, starker Held. Wollen wir jetzt aus dieser nassen Todesfalle fliehen? Ich sehe schon das Arsch. Oh, geschafft. Hier, Julia. Klar, würde ich dich heiraten. Hey, wo kommt das andere Boot her? Wo will es hin? Und beide oben weg. Julia, erst die Dekompression. Hey, oh. Scheiße. Zum Teufel, wir müssen darauf. Warte, die Dekompression. Das muss man machen. Verdammt, stimmt ja. Die Dekompression.
Na, sonst bist du ohnmächtig und schwindelig und so. Das geht auch nicht. Mein Gott, das dauert ja ewig. Das ist ja Folter. Noch ein paar Sekunden. Mhm. Okay, jetzt. Los, los. Hey, was zum Teufel ist hier los? Was war denn los? Alles cool, Mann. Alles wieder im Lot. Siehst du, war doch erst ganz so wild. Nur dein Geld schwimmt immer noch im Wasser. Wir hatten einen Unfall. Mit dem Grill. Sah aus, als wäre das Boot explodiert. Bin eben mal wach. Oh, verdammt. Verwirrt. Und warum bezahlst du das Meer? Ein paar Fischer hatten einen Schaden an ihrem Boot. Sie hingen in der Tauchleine fest. Ach, so war das. Genau. Und Botschafter Conrad hielt es für schlauer, sein Geld wegzuwerfen, als ihnen den Schaden zu bezahlen. Du blöder Arsch! Wen juckt's? Ist doch egal. Mich interessiert, was ihr gefunden habt. Tja, das Flugzeug. Es ist riesig. Voll mit coolem Zeug. Oh mein Gott, Leute, könnt ihr mal alle eine Sekunde still sein? Holy shit! Alter, Glückwunsch! Gut gemacht. Komm rauf und wir feiern. Ente gut, alles gut, oder? Spiel aus, gut ist. Reicht. Das war genug Horror. Heiraten, ein Hai, der nicht angreift. Das war genug Horror. Brad wolle mit den großen Fischen schwimmen. Explosion, die keine Explosion ist. Angst vor der Tiefe. Und Julia. Die große Liebe von Alex. Und sie fühlt ebenso. Was ist mit Conrad? Ein Draufgänger, könnte man sagen. Oder vielleicht eher arrogant? Arrogant. Und dann ist da Captain Fliss. Stark, direkt und stur. Sie scheint mir irgendwie immun gegen Conrads Charme. Zumindest bisher. Ich versichere Ihnen, sie halfen Ihnen, Entscheidungen zu treffen, die Sie später schätzen werden. Gute Arbeit. Danke. Also, wir waren gerade erst dem sicheren Tod entkommen und... Naja, so sicher war es nun auch nicht. Und dieser Klopskopf... Klopskopf? Dieser Klopskopf holt einen Ring von wer weiß woher. Genau, wo war der Ring eigentlich? Ein Gentleman genießt. Nee, ich weiß nicht mehr. Diese Lady war beeindruckt. Ja, gut gemacht, Bro. Wollte Conrad nicht erst Fliss helfen und dann mehr Bier holen? Vielleicht hat er gedacht, hey, ich trinke mal eins und wurde betrunken. Und er hat uns vergessen und weitergetrunken. Und weiter getrunken und dann war alles weg. Klingt, als hättest du Erfahrung mit dieser Art Phänomen. Genau, so geht das schon seit Jahren. Ich suche ihn mal. Oh, da steckt er zwischen den Glocken. Es ist unter Deck, wenn du mal gucken willst. Und? Zukünftige Mrs. Julia Smith, wie klingt das für dich? Ganz ehrlich, ich wusste es vorher nicht genau. Aber jetzt, wo ich es höre, klingt es echt gut. Tja. Wir stricken mal eine richtige Liebe zwischen den beiden. Also so eine richtige Liebe. Der hat keinen Eisbezahlen, plant das zusammen. Das klingt doch gut. Ich habe aufgepasst. Ich kann es kaum erwarten, dass wir alles planen. Ich hatte Angst, du sagst nein. Trübs. Beruhigend, beruhigend. Natürlich hätte ich ja gesagt, du Trottel. Ja, zum Glück. Als du ja gesagt hast, habe ich schon unsere ganze Zukunft deutlich vor uns gesehen. Ja, hier, komm, voll, hau raus. Wo sind alle hin? Das muss doch richtig gefeiert werden. Ich such sie. Entspann dich. Hey, meinen Bruder gesehen? Oder Fliss? Nein, ich war abgelenkt. Holen wir sie. Klar. Der geht bestimmt drauf und kann unter die Schulter. Also, das ist möglich. Wann passiert... Weiß schon. Irgendwas Magisches. Jetzt.
Ich muss in diesem Moment. Gib endlich Ruhe. Entschuldigung, Mann. Ich möchte mich offiziell für meinen Bruder entschuldigen, der hier geiler Teenager spielt. Oh, ist okay. Ich komme mit Kindern klar. Conrad, Bier, wo ist das? Ach ja, das Bier. Wollte ich gerade holen. Niemand mag Conrad. Und Jungs, kauft euch doch mal einen Bierkasten mit ein paar mehr Flaschen drin als 5 oder 7. Schon was von Pflänze gehört? Okay, oder wo wir schon alle hier sind, Königspilsen. Schauen wir uns doch den Navigator-Block an. Vielleicht finden wir raus, warum das Flugzeug da war. Wo ist er denn? In deinem Koffer. Okay, ich hol ihn. Hey. Jetzt spiele ich sie. Okay. Das erste, was ist das? Und? Wie fühlt sich die Kamera? Nach dem Antrag. Erleichtert. Ehrlich. Das hatte ich schon lange vor. Warum beim Tauchgang? Waterproof bis 30 Meter. Das Wack liegt anscheinend nicht besonders tief. Seenotrettung. Mhm. Aber HD kann. Ja gut, hast du schon mal versucht, mit einer Kamera unter Wasser vernünftige Fotos zu machen, wenn das Tageslicht fehlt? Wenn Tageslicht oder richtiges Licht fehlt, sieht fast jedes Foto scheiße aus. Morgen wieder darunter? Da steht am Anfang, ja. Naja, ein bisschen zu gefährlich für meinen Geschmack. Was ist das? Ach, die Kugel. Was sind das für komische Geräusche? Hey, Zeit für eine Grillparty. Hast du den Block? Oh, nope. Nein, noch nicht. Ich war abgelenkt. Ich musste Munition angucken aus dem Zweiten Weltkrieg, die wir im Flugzeug gefunden hatten. Hab ihn. Gehen wir hoch. Komm her, mein Feger. Feger? Schön langsam. Wir müssen zurück. Genau hier. Das sind 5 Flaschen. Und die Kiste sieht noch fast aus wie vorher. Kein Widerstand. Okay, Leute, hört mal her. Mandschurei-Gold. Wer hat Lust, ein paar Schätze zu heben? Also, Captain? Koordinaten? Ja, das sind Koordinaten. Vielleicht das Ziel des Flugzeugs? Glaubst du, wir kommen bis morgen dahin? Dauert ein paar Stunden, wenn das Wetter so bleibt. Wow. Habt ihr noch mehr? Da war ein Flugplan, der es anscheinend als Rettungsflugzeug ausgab. Ja, macht Sinn. Nach dem Krieg machte man aus Langstreckenbombern Rettungsflieger. Und dieses Flugzeug wurde abgeschossen. Das war übersät mit Einschusslöchern. Da war ein Steckschuss im Flugzeugrumpf. Ha. Und es war voller Rettungsflöße. Wurde wohl abgeschossen, bevor sie die abwerfen konnten. Hat nur eins gefehlt. Leichtsinnig, alle zusammen. Wie bitte? Ich habe euch gesagt, ihr sollt alles da unten lassen. Ach komm schon, das haben wir doch schon durch. Mir geht's nicht ums Gesetz. Nein, hey. Sie waren respektvoll. Nein, ihr habt getan, was ihr wolltet. Was ihr habt zu viel. Keiner weiß davon? Sagen wir mal ja. Hast recht. Wir waren unvorsichtig. So bin ich nicht. Sorry. Okay, vielleicht. Ich kenne dich nicht. Ihr hättet überhaupt nie zu diesem Flugzeug runtergehen sollen. Das bringt Pech. Ihr meint, ihr könnt da unten alles ohne Folgen plündern, aber jedes einzelne Teil, das ihr mitbringt, hat eine Seele. Es ist wie ein Geist, den ihr nach oben einladet. Und wieder. So habe ich nie darüber nachgedacht. Du denkst nie über irgendwas groß nach. Na, aber Conrad macht sich an die Geistergeschichten gehört. Das sind keine coolen Geistergeschichten. Das ist kein Spaß. Leute sind ertrunken und ihr müsst ihre letzte Ruhe respektieren. Genau. Brad, kennst du eine Gruselstory? Ja, ich habe was gehört, dass hier irgendwo passiert ist. Lass mal hören. Wir können was Gruseliges brauchen. Na, was damit? Dein Seemannsgarn ist bestimmt gut. Die ist aber echt krank, irgendwie. Mach uns Angst, Brüderchen. Okay, los geht's. Eine wahre Geschichte, die genau hier passiert ist. In einem alten Leuchtturm. Klassisches Szenario. Warte, sie soll wahr sein? Wo hast du sie her? Ach nun,
Bei den Docks habe ich einen steinalten Mann getroffen. Haut wie Leder, Augenklappe, Holzbein, die ganze Palette. Für einen Dollar erzählte er mir alles. Klingt cool. Der Leuchtturm stand auf einem Atoll, isoliert vom Rest der Welt. Ein einsames Licht in der Nacht, Zuflucht der Matrosen. Der Leuchtturmwärter hörte die Wellen aufs Ufer schlagend. Eines nebligen Morgens trifft er eine Frau. Sie ist voller Blut und stolpert den Strand entlang. Er eilt ihr zu Hilfe und sie fällt schluchzend in seine Arme. Während er sie eilig zum Leuchtturm bringt, fragt er sie, wo sie herkommt. Er verschwendet keine Zeit. Lässig. Klar. Er hat nur eins im Sinn. Die Frau sagt, ich wohne hier, im Leuchtturm. Meine Eltern sind gerade oben. Wendung. Natürlich sagt der Leuchtturmwärter, das kann nicht sein. Er lebt seit Jahren allein. Und die Frau wird hysterisch und schwört, ihre Eltern seien oben. Also gehen sie nach oben und da, verteilt auf dem Boden, liegen ein Mann und eine Frau, brutal ermordet mit einer Axt. Immer eine Axt? Ich meine, wer benutzt denn heute noch Äxte? Okay, gut, dann war es ein Fleischhaken. Sie wurden damit aufgeschlitzt und an den Schwachen gehängt. Du änderst die Mordwaffe. Moment, du änderst die Mordwaffe? Ich dachte, das ist eine wahre Geschichte. Da war viel Blut. Ein Gemetzel. Wer weiß schon, wie sie starben. Okay, also, wer war's? Also, die Frau, immer noch hysterisch, sagt, ihr Ehemann war es. Und er ist noch da. Im Wandschrank. Der Ehemann, was? Soll das eine Warnung an zukünftige Beute sein? Hey, keine Rückzieher. Du bist verlobt. Der Leuchtturmwärter kriecht rüber zum Schrank, öffnet die Tür und da ist ein Mann im Schrank. Aber er hat sich die Eingeweide mit dem Fleischhaken herausgerissen. Voller Entsetzen geht er hin und betrachtet das Gesicht des Toten. Näher, näher und er sieht sein eigenes Gesicht. Dann quellen die Augen raus und er schreit. Leo, super Wendung. Schön. Nicht schlecht, Kleiner. War nicht gruselig. Ach komm, das war nicht gruselig. Das war ganz schön billig, Kumpel. Okay, ihr hattet alle euren Spaß. Wir sollten schlafen gehen, das Wetter wird schlechter. Nein. Denn gemäß den Standardschiffsregeln müssen wir noch ein Bier trinken, bevor es in die Haie geht. Ah, ja. Was für Regeln sind das denn? Das sind seine. Standardregeln des Institutionsprotokolls unter Division 1099. Aha. Wo hast du das gelesen? Im Internet. Oh, also sagt dir eine Website, dass du unter allen Umständen Bier trinken musst? Ich befolge nur Befehle, Ma'am. Mir gefällt diese Website. Roger, mir auch. Freund, ich bin raus. Apropos Bier, es ist Freitag, ich habe mir ein Feierabendbier verdient. Nee. Ist noch keine 22 Uhr, ich darf noch nicht. Männer auf dem Deck, yo ho. Ich halte meine Finger wieder auf die Tastatur. Fische. Ja.
Er hat eine größere Chance, glaube ich. Fies. Schlechte Neuigkeiten. Wie bitte? Das kann noch schlechter werden? Ja, also das sind vielleicht die Fischer, die ich etwas aufgezogen habe. Oh, verdammt, Conrad. Doch gute Neuigkeiten. Großartig. Oh, ich habe sie erkannt. Wieso ist das gut? Ich dachte, du fragst erst nach guten Neuigkeiten. Du bist so ein Idiot. Himmel! Hey. Alex, was werden die uns antun? Ich will es nicht mal wissen. Ich will hier raus. Wir sind in großer Gefahr. Losmachen. Wir müssen uns losmachen, sofort. Komm her. Scheiße, das klappt nicht. Los doch. Ah, Arschloch. Hat er gerade Arschloch gesagt? Später. Okay. Niemand weiß, dass ihr hier seid, meine Rede. Ihr seid hier ganz allein. Machen wir das Beste draus. Du kannst mich mal kreuzweise, du Stück Scheiße. Du hast sie gehört. Er wird mutiger. Fick dich. Bring dich um! Ja. Ein Stückchen Ohr rausgeschnitten, ist ja eklig. Wir beenden das später. Besser ein Stückchen Ohr als das Leben. Zeig dich von deiner besten Seite, kleiner Mann. Nachdenken und entgegenkommen. Geh weg! Weg von mir! Das stoppt dir das Stream. Himmel, Conrad.
Alex! Aufhören, lass sie los! Ihr Bastarde! Hey! Schwachkopf! Halt die Scheißfresse! Sie werden sie nicht schlagen. Haben sie Fliss auch nicht. Fliss scheint schon ziemlich dicke mit denen zu sein. Ja. Wo ist denn mein Bruder? Also, er versteckt sich. Geht ihm gut. Okay. Dreh dich um. Versteck deine Hände. Wenn wir Julia haben, können wir sie vielleicht überraschen. Okay, sie kommen. Nein, verdammter Mist! Da stand doch gerade ein anderer noch im Hintergrund, oder? Sah so melonenartig aus. War das der Kurator oder was? Was war los? Alles gut, sie haben nichts gemacht. Sie haben nach unseren Eltern gefragt. Was? Wie viel Geld sie haben. Ach so. Alex, tut mir so leid. Was ist denn? Sie haben meinen Ring. Hey. Hm. Schon gut. Schon gut. Und sagen, muss ich das jetzt machen? Nein. Jetzt können wir nur abwarten, was sie mit uns vorhaben. Ist 8 Meilen weg. Sie kamen auf einem Boot. Nehmen wir das doch. Ja. Das ist ein Schnellboot. Der Cheftyp, der hat eine Knarre. Vielleicht schafft es einer von uns zum Boot. Hilfe holen. Diese Wichser müssen zahlen. Diese Wichser müssen zahlen. Schalten wir sie aus. Sie könnten sich wehren, aber wenn wir die Knarre haben, ergeben sie sich. 7 Sekunden. Ich kann durch das Fenster raus, wenn wir diese Dinger knacken. Zu laut, das hören Sie. Wir knacken sie, während es donnert. Gute Idee. Ich kletter aus dem Fenster, an der Seite entlang und greif sie an. Wir greifen sie von hinten an. Lass uns nicht hier, okay? Okay, dann los jetzt. 1, 2. Schwankt aber. Das ist jetzt ungünstig. Bring sie nach und. Nimm die. Benutze sie, falls nötig. Okay, sein Bruder ist die einzige Hoffnung, die wir noch haben. Setz euch. Da drüben. Du. Genau hier. Setzen. Jetzt. Arrêtez, bande de con! C'est mon bateau! Stop! Ferme-la, ou je te mets mon poing dans la gueule! Dein Glück kann ich kein Französisch. Hassan! Komm her! Wer erzählt mir denn jetzt von diesem Mann?
Anschurei-Gold. Ja, anziehen dürfen sie wenigstens schon mal wieder. Scheiße, du hast es vermasselt. Wir hätten das Boot zurückhaben können. Ja, ich weiß schon. Okay, jetzt halt in die Fresse! Ich glaube, du verstehst nicht ganz, wie schlimm deine Situation ist, Süße. Ich sag, wie es ist. Fliss muss damit zu tun haben. Sie und diese Typen stecken doch unter einer Decke. Sie ist der Captain und sie rühren sie kaum an. Sie hat ihm vom Mandschurei-Gold erzählt. Sie hängt damit drin. Nein. Ich kann das jetzt kaum glauben. Ich habe echt alles verloren. Und das kommt dir in den Sinn? Ihr macht gemeinsame Sache. Du hast uns... Wie kommt er darauf? Arschloch. Halt die Klappe. Oh, Scheiße. Sitzen bleiben, alle. Du, komm jetzt mit. Raus, wie lange der Sturm noch dauert. Versuchst du was? Irgendwas Rummes? Dann gibt es Konsequenzen. Verstanden. Duke of Milana bittet Wetterbericht. Over. Duke, wir hören Sie. Ist alles okay? Over. Neue Infos über den Sturm geben? Ist ein bisschen heikel hier. Over. Großer Sturm kommt da von Osten. Trifft sie wohl ziemlich hart, sollte aber in einer Stunde bei Ihnen durch sein. Sie klingen gestresst, Duke. Brauchen Sie eventuell Hilfe, sonst kriegen Sie bei Sturm keine Panik. Sagen könnte vielleicht ja auch interessant sein. Nein! Ah. Alles geht besser, wenn wir heiraten. Das weißt du, oder? Sei ruhig noch lauter. Wir können ihn nicht da unten lassen. Er ertrinkt. Wir müssen ihn da rausholen. Ist zu gefährlich. Brad, Kumpel, komm raus. Los. Thank you.
Ei durch die Scheibe geflogen und beißt ihn in den Hals ab. Okay. Das schwimmt noch. Sind noch am Leben. Das hätte auch anders kommen können. Ich hab's geahnt. Ich erfülle meine Aufgabe. Alle noch am Leben. Gutherzig, wie ich nun einmal bin, möchte ich Sie auf das vorbereiten, was Ihnen bevorsteht. Gespannt? Hm. Komme, was da wolle. Sie machen das allein. Na klar. Unabhängig. Na sicher, oder? Ja. Womöglich dumm. Wir werden schon noch sehen. Jedenfalls haben Sie nun einen Punkt höchster Verzweiflung erreicht und möchten unbedingt zu Ihrer Geschichte zurückkehren. Aber eines noch. Es ist vielleicht nicht alles, wie es scheint. Der hat Flachmann im Buch, ich mag ihn. Ah. Das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Jetzt alle noch umgezogen? Nein, nee, die hatten ja nur ihre Regenbogen. Junior, retire la tête d'animal. Okay. Wir sehen so ein bisschen zeitlupenmäßig aus. Okay, ich hätte jetzt ein Quicktime-Event gehofft, so abrutschen an der Leiter. Conrad. Okay. Cet endroit, c'est un foutu cimetière. J'espère qu'on est les seuls ici. Wir sind hier alleine, ja. Man sollte eigentlich von ausgehen, ne? Nein! Du bist. Er ist ein Kidnapper, er ist Pirat, er ist ein Arschloch. Weil. Zurück! Weil Armreif nicht aufheben lassen. Echt mal. Können wir mal einen Armreif aufheben lassen? Nein, in die Richtung soll es gehen.
Auf sowas hier hätte ich gern verzichtet. Ach, geht da rein. Warum geht das da rein? Man denkt, das ist eine Filmsequenz. Nein, es ist tatsächlich immer noch spielbar. Was ist passiert in der letzten halben Stunde? Ich fasse gleich einmal kurz zusammen. Nachdem, wenn wir wieder die Steuerung übernehmen dürfen. Und wir kommen zurück natürlich. Wo zur Hölle sind wir denn hier? Nach unseren Beobachtungen ist dies eine Art Schiff. Und noch dazu ein verlassenes. Daher würde ich mal vermuten, dass es irgendeine Art verlassenes Schiff ist. Ach, echt, Sherlock? Schreibst du auch ein Buch drüber? Sei etwas nett, Fliss. Er braucht das. Sitzen wir nicht einfach rum. Wir brauchen einen Plan. Genau. Wir sind nicht unbedingt in der besten Position, um irgendetwas zu tun. Wenn ihre Aufmerksamkeit nachlässt, nutzen wir die Chance und verschwinden von hier. Ich bin zu schwer verletzt. Das ist gefährlich. Ja, Mann, dem rostigen Kahn fehlt eine Tetanusspritze zum Ozeanboden. Wir haben schon versucht zu fliehen. Das ging nicht wirklich gut. Sie haben unsere Verteilerkappe. Ohne die kommen wir nirgendwo hin. Können wir es kurz schließen? Was ist eine Verteilerkappe? Warum schließen wir ihn? Nicht kurz oder so? Nein, überbrücken geht nicht. Wir brauchen die Verteilerkappe. Während diese Typen nach Mandschureigold suchen oder was sie auch meinen, auf diesem schwimmenden Sarg zu finden, sollten wir die Chance nutzen und nach einem Weg hier raussuchen. Fliss, ich wollte nur sagen, dass das vorhin war wohl ein Missverständnis. Wie bitte? Ich bin wohl also vielleicht etwas vorschnell zu dem Schluss gekommen, dass du irgendeine Art Abmachung mit diesen Typen hattest, aber ich meine, das stimmt ja eindeutig nicht. Die sind ja genauso fies zu dir wie zu uns, also, ja. Ich übersetze das mal. Er sagt Entschuldigung. Nun, ich... Deine Entschuldigung ist akzeptiert. Cool. Kahn ist wahrscheinlich so rostig, dass du so durch die Wand laufen kannst, aber...
Kann man dir behilflich sein? Eine Brille. Echt unheimlich. Alles klar, Boss. Wie ist der Plan? Ich will echt wissen. Kann man hier auch quatschen und reden? Nee, kann man nicht. Was glaubst du, war dieses Schiff? Komm und schau mal. Klasse. Von allen möglichen Orten starb ich auf einem Geisterschiff. Es ist zu dunkel und mich da und einige von den Jungs haben da eine Gestalt herumschleichen sehen, aber ich trage dich immer bei mir, ein bisschen schon. Dann so, ich habe keinen Heirat und Katrina, immer zusammen glücklich sein. Miller. Okay, Millers Uniform haben wir schon gefunden. Jetzt haben wir auch eine kleine Hintergrundgeschichte zu ihm. Richtig? SS. Warum das wohl abgerissen wurde? Ja, man weiß es nicht. Ich würde gern hoch. Geht damit, ich kann nicht gucken. Das sieht aus wie ein Hund, der auf einer Kiste sitzt. Aber ich will es sehen. Da gucke ich noch nicht hin. Sie guckt. Sie, Captain, sitzt ängstlich auf dem Stuhl. Macht Sinn. Okay, im britischen Adel sind im Grab verschwunden. Auf 200 Königreich. Ja. Mhm. Jetzt kann ich ihm helfen. Nachdem ich mich umgesehen habe, kann ich ihm helfen. Ich kriege ihn nicht auf. Hey! Hierher! Wenn wir ihn aufsprengen, Freiheit! Wir wissen nicht, wohin dieser Schacht führt. Finden wir es raus. Dann finden wir es doch raus. Soll ich ein Loch in die Wand schlagen? Oh ja, klar. Starker Mann, zeig's uns. Wir brauchen eine Ablenkung. Das wird laut. Ja, okay. Conrad, du machst das. Versperren, ablenken. Ablenken. Hey! Ja, hier! Lock John Silver und so! Was macht ihr denn da draußen? Ach, da Stücke und eine Bulle voll rum! Die einmal die Kranken. Ja, ihr schwierigen Korsaren! Ja, ja, hier! Also die Piratenpapagei von den Kindern! Unser Stand sind die Ellbogen einfach! Hey, hey! Ich warne euch! Ich bin Amerikaner! Wollt ihr das mal Präsident euch ja? Das wird er nicht! Entscheidung über Entscheidungen, ey. Und jeder verändert irgendwas. Wir müssen jetzt weiter. Sieh mal, sie haben sich schön gemacht. Komm schon.
Hier muss es irgendwo Treppen geben. Macht Sinn auf dem Schiff. Schon wieder Conrad. Jetzt spielt man hier Conrad die ganze Zeit. Gesamte Mannschaft regeln und sogenannte Wachposten an allen Türen umgehen. Keine Gespräche, kein Ablenk, keine Zigaretten, kein Alkohol, keine Spiele. Langweilig. Jumpscare. Kein Jumpscare? Da noch geheimnisvolle Stinkesocken und Boxershorts. Kein Jumpscare. Okay. Da war. Aber nur eine Ratte. Darf ich wieder raus, oder? Ach, jetzt. Was? Habt ihr das da gerade in der Ecke gesehen? Da, genau, da unten. Da in der Ecke. Da war gerade so diese Sailor Girl. Gott. Aufblitzend. Ich will nur wissen, wo zur Hölle alle sind. Hier müssten Dutzende Leute an Bord sein. Hunderte. Wie konnten die alle verschwinden? Und ihr Zeug ist noch hier. Nein, nicht wieder raus. Reingehen, umdrehen, an der Wand gucken. Wo ist der Sie sind hier Pfeil? Sonst ist hier nichts. Fällt alles auseinander hier. Das ist grausam. Da ist auch noch was. Aber hier gibt es Strom? Oder was leuchtet hier? Tatsächlich. Das müssen wir jetzt nicht erzählen. Das Schiff treibt seit jetzt quasi 50 Jahren. Und ich weiß nicht genau, wann das Spiel spielt, aber sagen wir mal 50 Jahre. Ja, das riecht doch schon aus Jumpscare. Auf dem Wasser rum und da ist noch Strom auf dieser Lampe. Nee, ist klar. Kann man endlich nach Hause noch einmal im Pazifik und Fotos auf sehen. Auch wenn sie es entweder steht draußen kochen. Ja, das sind Briefe. Viele, viele Briefe. Jumpscare. In 3, 2, 1. Enttäuschend. Warum dreht er sich automatisch? Hörst du das? Dieses schreckliche Geräusch machen. Das Ding ist verdammt riesig. Das stimmt, das ist verdammt riesig. Staubig. Nicht zu vergessen, staubig. Was zum Teufel ist das? Ein Kaugummi? Ach, ein Rattenknochen.
Rattenschädel. Was mit Aufmachen von dem Buch? Aber man kann nichts anderes machen. Ach, jetzt! Ich hätte es loslassen müssen, okay. Komm schon durch. Okay. Kann nur zwischen den beiden Seiten hin und her blenden. Oh, das wollte ich nicht. Gut, zurück. Zurück. Da sieht aus wie eine Vorordnung. Ja, ist eine Vorordnung. Okay, die werden auf jeden Fall definitiv nochmal angegriffen. Licht aus, verdammt. Halt die. Ja. Da unten ist irgendjemand. Sch. Seid jetzt leise. Ja, das ist hier Don Weißauge. Eine Falle. Die wissen ja, ist doch klar, die wissen doch schon, dass wir weg sind. Und legt jetzt die Verteilerkappe da schön offen hin. Zell. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Chicken, herzlichen Dank für deinen Sub. Ich weiß zwar nicht warum. Achso, das war wieder, weil alles. Wo sind die anderen?
Weil sich die API wieder aufgehängt hat, deswegen kommen keine Donations gerade, keine Einblendung rein. Aber vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank. Arrête de crier, j'essaie d'entendre ce qui se passe. Je crie pas. Ta gueule. Je veux savoir où sont les autres. Spannend. Also es ist noch nicht besonders viel Horror, aber spannend. Wir müssen Abstand halten. So können wir sie überholen. Hoffentlich ist das schneller. Ich mach das. Okay, jetzt spielen wir wieder Alex. Kurz hier pausieren. Es geht gleich weiter. Moment. Natürlich. Jetzt, okay, hat ein bisschen gedauert. Mein Licht ist echt extrem dunkel gerade, ne? Mal eben kurz gucken. Da will ich gar nicht hin. Da will ich hin. Nehm ganz schnell mal eben. Einen ganz kleinen Tick heller machen. Aber nur für die Cam. So. Ich hoffe, im Chat ist noch jemand da, weil ich jetzt gerade einmal kurz aktualisieren musste. Einmal kurz ein kurzes Schnurbe die Wauwau in den Chat, wenn ihr noch da seid. Na klar. Er weiß nicht, wie Schnurbe die Wauwau geschrieben wird. Ah, da weiß er doch. Okay, ich lehne ihm alles zurück, Benny. Vor war es klar. Es geht denn hier vor? Nichts, das war ein Eisboot. Wir gehen unter. Du bist schon, alles klar. Da ist eine Tür. Ich rein. Und zusätzlich muss ich hier wieder. Ach, so. Muss man eben das. Alright. Siehste, jetzt wird das auch ausgelöst. Warte mal, hier waren wir schon. Ich glaube nicht. Ich schwör's, hier waren wir schon, Alex. Hast du uns im Kreis geführt? Komm schon, Leute, wir müssen weiter. Wir waren doch noch gar nicht in der Küche. Was erzählt die Frau?
Soup du jour, Mademoiselle. Als ob du dich in der Küche auskennst. Baby. Das wäre gerade alte Spannung zu. Zusammenwohnen werde ich dein ganz persönlicher Chefkoch. Ging vorhin auch, echt? Ich habe das aber nicht eingeblendet, nicht gesehen bei mir. Merkwürdig. Hey, hier steht, heute gibt's Rinderragout. Lecker. Es sieht so aus, als wäre an diesem Tag alles zum Stehen gekommen. Das ganze Schiff ist eingefroren. Mhm. Das Schiff ist eingefroren. Naja, es ist... Alle haben sich gegenseitig abgeschlachtet. Messer. Ja, sicher nimmst du das mit. Auch wenn es stumpf ist. Hey, Vorsicht damit. Wir sollten jetzt keinen Blödsinn machen. Nettes Messer. Könnte ein schönes Mitbringsel für meine Angreifer werden, wenn du verstehst. Man weiß ja nie. Vielleicht brauchen wir es. Kann ja sein. Auch wenn es stumpf und, naja, gut, dann kriegen sie Tetanus. Und dann werden sie qualvoll an einer Blutvergiftung sterben. Oder so. Ich glaube ja. Jumpscare in 3, 2, 1. Scheiße! Oh Gott! Alex? Was ist denn? Siehst, guck mal, Schatz, gibt der Hemmel im Schrank. Wow. Entschuldigung, ich glaube, bei dem Spiel sollte man eigentlich nicht lachen. Okay, was ist das denn hier? Ich glaube, wir müssen hier wohl durch. Das ist die Messe. Was war das? Ich habe nichts gehört. Vielleicht musst du mal zum Ohrenarzt gucken. Schenk dir ein Herz deinem Namen und trink ein Lied im Schrank. Wir sind noch lange auf See, essen und schön. Alles nur Berichte von den Schiffsleuten und so weiter. Samstag, ich werde die Fracht hat jetzt irgendwas mit. Ich wette, unsere Fracht hat irgendwas mit dem Team zu tun, das. Was auch immer. Jetzt wird's dann makaber und dank uns auch lustig. Okay, komme zurück. Ich will das nicht. Zurück. Danke. Okay. Sie denkt, dass wir im Kreis gelaufen sind. Das ist wieder nach vorne. Und er hört Geräusche. So schön. Mein Schädel wird gegen die Scheibe gedonnert und mein Bruder kriegt ein Messer. Was? Was? Irgendetwas ist mit uns hier drin. Hast du nichts gehört? Nein. Okay, dann sollten wir weiter. Ich habe irgendwas gesehen. Es hat sich in den Schatten bewegt. Julia, jetzt reiß dich zusammen. Jetzt lach mich bloß nicht aus. Hätte ich wahrscheinlich die Ratten nehmen sollen. Wie sieht denn jetzt aus mit unsicher und entspannt? Begeistert und aggressiv. Okay, finde ich das Schiff. Bilder? Achso, das sind die Dinger. Habe ich welche verpasst? Sieht so aus. Schnellboot. Kursrichtung. Ach, da kannst du alles nochmal
Alles nochmal nachvollziehen, okay. Was willst du jetzt tun? Umdrehen? Hier sind wir schon gewesen. Bleib cool, Jack. Wir haben nicht viele Optionen. Wir müssen hier... Okay, nein. Da mach ich nicht mit. Was? Olle Särge und scheiß Kapellen? Nicht mein Ding, weißt du? Es gibt keine Geister. Verhängnisvoll. Sowas wie Geister gibt's nicht. Geister? Jetzt gibt's hier Geister? Nee, Quatsch. Die gibt's doch gar nicht. Tja, du weißt es. Ich weiß es. Aber wissen die Geister das auch? Ja, alle haben gesagt, das geht nicht. Da kam einer, der wusste das nicht. Der hat's angemacht. Gruselig, eklig und auch ein wenig verkommen. Aber das sind nur ein paar tote Körper. Und ich bin mir sicher, sie bleiben tot. Was ist das? Ja, guck mal rein in den toten Sarg. Ja. Das war sowieso. Ist das ein Mensch? Guck mal. Das ist verrückt. Ist das ein Mensch? Also, war das mal ein Mensch? Was zur Hölle ist hier los? Das ist echt mieses Mojo, Alter. Okay, weg hier. Sofort! Weg, weg, weg! Sie kriegt Panik! Ich gucke in die Anlage, aus Neugier. Der hier hat einen Namen. Was machen die eigentlich hier? Ich glaube, für ewig auf einem Geisterschiff festzuhängen, ist ein blöder Plan A. Das stimmt. Wen interessiert's, wer die sind und was die hier tun? Die sind tot und wir nicht. Und das soll auch so bleiben. Was sagt man nicht? Wie für ein Kind? Will ich nicht wissen. Hauen wir ab. Ja, vielleicht ist das Baby Dracula. Und das sind seine Eltern. Und alle schlafen in Erde aus ihrer Heimat. Und dann stürzen sich alle auf Conrad und saugen ihn aus. Ende. Ja, das stimmt. In den meisten Fällen schon. Das sind ja ganz schön schwere Schlösser an den Särgen. Warum sind da Ketten und Schlösser? Tja, so kann man eine Beziehung auch beenden. Sollte das witzig sein, Conrad? Was ist los? Psst! Jumpscare, 3, 2, 1. Was ist? Da! Was? Ernsthaft? Willst du mich ausflippen sehen? Einfach hier weg. Okay, die treiben hier Psychospielchen mit uns, die Geister. Ich wollte gerade sagen, oh, wie putze ich eine Ratte, die sich putzt. Putze ich verstanden? Nee, egal. Da ist eine Wand. Frage, warum so blitzeblank? Und da liegt eine zweiköpfige Leiche. Ich sehe das jetzt schon, aber ich gehe erstmal woanders lang. Und da kann ich wieder raus. Okay, man muss da hin. Guck mal da. Mist! Hey, okay. Jetzt ist nicht die Zeit für doofe Spielchen. Im Ernst, ich halte es nicht aus. Hey, das ist doch hier, wie heißt er? Ich will noch mal gucken. Ihr geht alle da lang. Okay. Conny? Conny? Komm, Rädchen. Conny,
Er ist bestimmt vorgelaufen. Conny! Psst, psst, still. Ich schreie, wann ich will. Conny! Wo zur Hölle ist er hin? Zurück in den gleichen Raum, wo ihr schon geflohen seid. Und jetzt soll ich ja doch selber laufen. Tja. Sag mir, wo wir hingehen, verdammt! Hebt eine Stange auf und baller ihm den über den Schädel oder so. Und der kommt doch gar nicht hinterher. Guck, da ist eine Stange. Oh, Schraubenschlüssel. Hey! Verdammt. Dammit. Du weißt gar nicht, was du tust. Du machst doch bloß, was er dir sagt. Die Grafik in dem Game ist tatsächlich überwältigend gut. Also ich finde sie ja super gut, aber ich glaube, das ist halt sehr... Ist halt eine plastische Grafik. Das muss nicht 3D gerendert werden etc. Das ist ja quasi alles schon fertig gerendert und... Es sind quasi nur 3D-Modelle, die schon fertig da rumstehen. Wo lang? Da lang? Ja, genau. Hier richtig? Ja, okay, ist ja gut. Kannst du ausgehen. Achso, muss man weiterlaufen. Ich dachte ja schon hier. Ja. Du hast die schöne Mütze runtergeschmissen. Wahrscheinlich ist es ein Fehler, sie aufzuheben. Sieh mal hier. Inji Medan. Okay. Was war das für ein Geräusch? Worüber redest du? Ich will jetzt kein Wort mehr hören. Warum ist da noch Dampf auf den Leitungen? Ganz ehrlich, das, und Licht, schon wieder Licht. Der Kahn ist wie lange außer Betrieb? Und trotzdem flackern hier noch die Lichter? Wie willst du das erzählen? Oh Gott. Oh Gott. Der Typ. Der Typ ist bestimmt immer noch hier. Ich meine, du stirbst hier und dein Geist bleibt da. Ach was. Du hast keine Ahnung, wovon du redest. Hm. Ja. Hm. Wo sind all deine Freunde? Ich habe keine Ahnung, was der Scheiß hier soll. Aber wir müssen weiter und Olson finden. Los! Ja, ist ja gut. Olson! Merde! Qu'est-ce que tu fais? Gottes Willen, geht noch ein... Aha! Was war das? Eine Hand war das.
Ich darf nicht? Vorahnung und ich darf nicht. Jetzt ab. Was zum Teufel? Dachte ich auch gerade so. Gut. Warte, Moment. War da jetzt wirklich eine Wand? Anscheinend. Ob das jetzt eine gute Idee ist, halt herzugehen? Muss ich den ganzen Weg wieder zurücklaufen? Oder? Hier ist jetzt zu. Natürlich. Er hat wieder da? Nö. Wahrscheinlich gleich die ganze, was auch immer das war. An die frische Luft. Ich weiß nicht genau, Nils, ob das jetzt wirklich so der Hintergrund ist, aber er hat ein Messer und die Vision sagt, dass der Bruder eins in den Bauch kriegt. Er hat eine Waffe, also der kleine Chinese oder was das war, Pirat. Und verschwindet und die Mütze bleibt über. Schlimmer ist, sie läuft die ganze Zeit barfuß rum. Oh, guck mal, Lüftungsgitter. Nochmal! Nichts mehr? Ich muss gerade. Jetzt wird's interessant. Ah, Licht aus. Das sieht nicht gut aus. Was war das? Lass mich raten, man kann jetzt nicht wieder hoch. Ja, okay. Achso, hier sind die. Waren das hier die? Ja, hier war das, wo die Jungs auch runtergekommen sind und. Ich weiß nicht, welches Messer das ist, ne? Ich lass das mal liegen. Ob es klug ist oder nicht, zeigt mir die Zukunft. Oh Mann! Was war hier los? Auf jeden Fall etwas, wo ich hingehen möchte, aber er steht im Weg.
Was? Jetzt ist sie auf einmal weg, oder was? Auf einmal ist sie weg, natürlich. Schon wieder Licht, was eigentlich gar nicht da sein sollte. Was hast du da? Viel kann ich nicht machen. Ich frage jetzt, steckt die Kugel jetzt nicht wieder zurück? Das wäre... Oh, was ist das? Kugel, freu dich. Toll. Alle Korridore sehen gleich aus. Ich glaube eher, du bewegst dich im Kreis. Oder hey. Nicht im Kreis, sondern... Frist. Könnt ihr einfach mal stehen bleiben und miteinander reden? Das wäre manchmal auch ganz vorteilhaft. Das ist wieder eine Kugel. Gefangen in einer Feedback-Schleife. Kann ich zurück? Einfach zurück durch die Tür? Nein. Okay. Ach du. Sehr. Meine Kugel mit meinem Namen drauf. Hm. Ja, jetzt ist er. Bist du absolut sicher, dass wir den. Geh einfach weiter. Ja. Schon recht. Scheiße. Und du? Wer ist das? Das sieht so frisch aus. Er schießt gleich. Wegen Panik. Oh, Blutekel sind schon eklig. Halt. Was geht hier vor? Das ist ja noch verwirrender als Control. Hey, bist du sicher? Täglich grüßt das Murmeltier, ja. Jetzt ist hier nur Blut. Immer noch die Kugel. Das ist... Hä?
Bruder, der... Nein! Gehst du geradeaus? Das ist ja keine Wahl. So ein Knall hier, ey. Geistermanipulierende Bastarde. Und schon wieder ein Licht, wo es kein sein dürfte. Ich spiele schon ganz schön lange, ne? Ich glaube, ich gieße mir mal einen rein. Weh? Ach cool, wir haben so eine Animation, falls man sich nicht bewegen sollte. Dann kriegt man das Gesicht vor der Nase. Glaube ich. Oder? Doch nicht. So, Prost! Faszinierenderweise ist es echt schon wieder 10 vor 11. Hätte ich nicht gedacht. Mesa! Mesa! Verschwinde! Da hat sich definitiv jemand Skelette. Aufgehängt. Skelette! Skelette? Irgendeine Meinungsverschiedenheit. Also Funkausfall. Nimm's mal mit. Kurs aktualisiert. Du solltest gar nicht hier sein. Ich sollte das nicht sehen. Ich sollte in das Wasser übrigens, ne? Das ist. Was ist das? Okay, eine verschlossene Tür. Ich sah von hier hinten noch nicht, von hier hinten quasi noch lieber, dass das eine Tür ist. Nein. Nein, ich höre das nicht. Ich höre das nicht. Okay, ich muss in das Wasser? Echt jetzt? Oder kann ich jetzt hier auch einfach wieder zurück? Kann ich nicht. Alex? Julia? Scheiße! Da stand an der Reling eben wieder der Kurator.
Jetzt sieht sie das, was er getan hat? Was geht hier vor sich? Ja, ich habe ehrlich gesagt, weiß es tatsächlich auch gerade nicht. Ich habe noch nie im Multiplayer irgendwo gesehen, Nils. Aber ich glaube, man spielt zu unterschiedlichen, also man spielt andere Charaktere, also die gleichen Charaktere, aber man spielt quasi zeitgleich. Weißt du, bei uns ist ja quasi so, dass wir spielen jetzt sie und zu der und der Uhrzeit, aber dann kommt wieder der Umblende zu einer anderen Gruppe oder zu einer anderen Person, wo dann aber wieder die gleiche Uhrzeit ist, wie wir mit ihr gespielt haben, also zur gleichen Zeit. Und ich glaube, man spielt das dann tatsächlich so. Der eine spielt den Charakter, der andere spielt den Charakter. Ach, D, nicht W. W. Verdammt, nicht, dass das jetzt ihr Ende ist. Ah! Oh, gerade noch rechtzeitig. Und bei Multiplayer ist es dann, glaube ich, tatsächlich so, je nachdem, wie sich die anderen Mitspieler entscheiden, ändert sich dementsprechend auch die Story bei dem anderen. Wird retten. Oh ja. Okay. Jetzt wird's ein bisschen unheimlich. Warum zum Teufel? Dieser Ort ist seltsam. Das irgendwie nicht eine bisschen an. Sieht hier aus wie Teufelsanbetung oder sowas? Da ist Blut. Brunnen. Da liegt irgendwas, was im Pentagramm. Ja, Kerzen machen das unheimlich, das ist richtig. Moment, konnte ich da noch. Kann ich da noch irgendwas anheben? Nein. Nur wird schön, wie so ein Pentagramm immer hergenommen wird, um da irgendwas Böses mit zu machen. Ich weiß, da unten auf dem Fußboden sind Fußspuren mit Blut, aber die sind hier überall. Eine Speisekarte. Ich habe Hunger. Noch keine Speisekarte. Gebäude sich versammeln, aus fünf stehen, Siegel. Feste Angriffe. Ich glaube, das. Moment, den Dolch. Den Dolch haben wir, glaube ich, gesehen. Ich habe ihn liegen lassen. Der lag, glaube ich, wenn das der ist, mit so einem roter Griff neben der Leiche lag der vorhin in der. Da unter Deck, da unter Deck sei schon, da in der Fahrzeughalle oder was das war. Komm schon, Fliss, nicht den Kopf verlieren. Genau. Wenn das der dann ist. Oh, das ist wieder eine Frage.
Okay. Das sind ganz schön viele Vorahnungen, aber noch keine von denen habe ich irgendwie gesehen. Na komm, Vorhang nach oben. No risk, no... Husten. Ein Sarg. Deutlich. Hier stimmt was nicht. Was? Niemals die Ruhe der Toten stören. Hat sie gerade weiße Haare gekriegt? Nein. Das ist eine Holzkiste. Oh, das sind die Kisten, aus denen das rausgekommen ist. Ja, sollte ich jetzt mit dem... Oh, Moment, das ist da. Ich guck mal die... Sollte ich jetzt mit dem Vorwissen, was ich habe, weil ich ja schon gesehen habe, das, was aus den Kisten so rausgelaufen ist, diese Kisten öffnen oder nicht? Neugier obsiegt oder nicht? Ja. Komm. Was ist das Gold? Was ist das Gold? Lass das Gold liegen. Okay. Vermutung, verfluchtes Gold. Wer das Gold besitzt, wird verflucht. Da dieses Schiff das Gold transportiert, ist das ganze Schiff verflucht. Macht das Sinn? So. Nie ein gutes Zeichen. Weil irgendwo hin muss. Da geht es wahrscheinlich weiter, aber trotzdem mal gucken, was sich hier noch verändert hat. Das Ding ist noch das gleiche, so wie es aussieht. Gasmasken. Huch, was ist denn du? Hat er das gemacht? Da hinten stand wieder der Kurator. Jetzt. Plötzlich da. Brad. Hey, Brad. Was machst du? Was ist los? Was machst du denn? Hör auf! Stopp! Brad, stopp! Ich habe alles getroffen, Gott sei Dank. Was zum Teufel?
Das könnte Vision sein, Wasser und so. Die brechen gleich ein. Und Don Hammer ist hinter ihm. Mich überraschen mit dem ganzen Piratenabenteuer-Ding. Und ich muss sagen, das war eine gute Idee. Ganz ehrlich. Ich meine, die ist lustig, echt lustig. Aber die angeheuerten Typen treiben es einfach zu weit. Ich weiß ja, ihr wolltet nicht viel ausgeben, aber das. Man kriegt diese Typen, die nicht gerade die Besten sind. Und sie treiben es zu weit. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ihr also die Typen loswerden wollt, dann bin ich dabei. Ich meine, diese Typen sind verdammt irre. Die jagen uns durch ein Schiff. Ja, geh mal ein Stück. Dazu laufen. Spielchen mit mir. Bis jetzt ist von diesen Vorversionen noch keine eingetreten. Jedenfalls keine, von denen ich wüsste.
Das ist unser Schiff. Oder? Ja. Die Dunkel. Niemals. Unmöglich, das kann nicht sein. Mhm. Das Spiel erinnert mich jetzt gerade an irgendeinen Film. Er nennt sich, glaube ich, Ghost Ship. Wie ist das? Mann über Bord, voller Stopp, Anker werfen. Okay, das war der Zeitpunkt, wo sie halt quasi nicht weiter vom Fleck kamen, wo alles aus dem Ruder lief, sozusagen. Okay. Kurz zum Alkohol während der Reise. Das sind Kriegsgerichte. Eure Alkoholrationen, sehr gut, werden nachträglich ausgegeben. Es gab Alkoholrationen. Spielchen, Mann. Es trägt Spielchen. Ich muss die anderen finden. Was immer es ist. Es treibt Spielchen mit mir. Okay, Spielchen. Conrad dreht ein wenig durch. Ja, okay, was jetzt? Noch eine Flasche. Eine leere Flasche. Mit Lars Worten Taten folgen hat er es wohl nicht so. Das erinnerte mich jetzt, also diese Szene erinnert mich jetzt gerade tatsächlich an Waterworld. Und dieses Captain-Bild auch da und der steht neben du, was hast du gemacht? Hast. Ja, ich muss nachsehen, was hinter der Tür ist, oder? Absolut. Oder doch nicht? Doch, ich muss. Klar, weil es geht sonst nicht weiter. Tja, so ein Mist. Wie soll ich das verdammte Ding aufbrechen? Naja. Kerzenleuchter?
Konzentration. Ja, gerade noch so geschafft. Das. Ach, du Hübsche. Hi, Schatz. Ich glaube, ich habe Konrad umgebracht. Das konnte ich jetzt wieder. Toll. Steht daneben, tut nichts. Weiß es nicht. Ich glaube, wir sind hier sicher. Oh, hallo. Es gibt eine Wendung spiritueller Natur, nicht? Kondor ist dort. Sie sind einer weniger. Hm.
Und was ist mit Conrad? Er oder er sie wären besser weniger sorglos. Herausgefunden, was los ist, wie man's aufhält, wie man das Leben ihrer glücklosen Passagiere rettet? Nein. Sicher, hoffe ich. Obwohl die vorigen Schiffspassagiere daran wohl gescheitert sind. Gab eine Menge Tote damals. Lassen Sie mich helfen mit einem Hinweis. Helfen lassen oder selber rauskriegen? Wenn ich habe ehrlich gesagt noch nicht ein bisschen Idee, wie man das aufhalten könnte. Außer irgendwie so Gold zurückbringen oder so. Aber ansonsten habe ich da echt keine Idee gerade. Bis jetzt war ich ja nur Flucht. Und rausfinden, was los ist, ist ja noch irgendwie gar nicht so das Ziel gewesen. Hast auch keinen Plan. Tja, helfen lassen oder alleine versuchen. Ich glaube, das ist der Schwierigkeits. Das ist, glaube ich, der Schwierigkeits. Die Schwierigkeitseinstellung sozusagen, ob man ihm für sich helfen lässt oder nicht. Ich finde das allerdings interessant, dass er auch immer manchmal zu sehen ist. Aber er hat ja gesagt, er dokumentiert meine Geschichte. Wenn ich die Geschichte erzähle, ist halt klar, dass er eventuell da drin vorkommt. Alleine? Oh. Dann versuchen wir es alleine. Nein, ich will keine Spoiler. Kein Hinweis? Vielleicht denken Sie, Sie können das Puzzle mit Ihren eigenen Hinweisen lösen. Mhm. Viel Glück damit. Mhm. Vielleicht begreifen Sie langsam so einiges? Dass alles und jeder vielleicht dem Anschein nicht ganz standhält. Ich hoffe, das hilft. Und wollen Sie nicht gern herausfinden, was Ihre glücklosen Seelen von all dem halten und wie Sie vielleicht weitere unnötige Tragödien verhindern? Na los, weitermachen. Bis bald. So, jetzt die Frage, mache ich jetzt noch heute noch weiter oder mache ich morgen erst weiter? Ich glaube, ich mache morgen erst weiter, damit noch ein bisschen was zu tun ist. Das Schiff ist verflucht. Nur so lässt sich die ganze kranke Scheiße erklären, die da unten abgeht. Rare. Gehen wir das Ganze doch ruhig und vernünftig an, okay? Halt, wo ist Conrad? Habt ihr ihn gesehen? Wir wurden getrennt. Ich sah ihn. Ich meine Fliss und ich, wir beide, stimmt? Ja, nur für eine Sekunde. Ich wollte hinterher und er war weg. Wohin? Warum? Das ergibt keinen Sinn. Ich glaube, du verschweigst irgendwas, Fliss. Hey, was genau willst du von mir hören? Ich habe nichts gesehen. Ist das auch wahr? Das hoffe ich nämlich für dich. Okay, wir gehen jetzt zurück und wir werden meinen Bruder finden. Julia. Er liegt vielleicht im Sterben. Wir müssen. Ja, stimmt. Nur nicht jetzt. Was zum Teufel war da mit dir los? Brad, du bist ausgeflippt. Voll heftig. Du wolltest mich töten. Was sagst du? Komm schon. Nein, im Ernst. Das ist lächerlich. Was ist nur auf dem verdammten Kahn los? Ich habe echt das Gefühl, dass da irgendwas, was Böses, etwas wirklich Böses am Werk ist. Gehen wir das Ganze doch ruhig und vernünftig an, okay? Was ich dort gesehen habe, da waren diese alten Soldaten. Sie lagen überall. Sie waren tot. Doch dann standen sie auf. Das klingt gerade gar nicht mal so verrückt. Alex war nicht der Einzige, Alex. Wovon redest du da? Da liefen so Dinger herum mit seinem Gesicht. Mit Alex' Gesicht. Es war so furchtbar. Julia. Ich würde doch nie... Das weißt du doch. Ja, ich weiß, aber... Das kann doch alles nicht wahr sein. Eins davon vielleicht. Aber doch nicht der ganze Scheiß. Das kann kein Zufall sein. Das stimmt. Hier muss doch irgendwas vor sich gehen. Was wissen wir denn jetzt sicher? Was ist real? Bin ich verrückt oder sind wir auf einem Geisterschiff?
Das wollte ich auch gerade sagen. Wir sind nicht die Ersten, die hier komisches Zeug sehen. Es scheint, dass auch die Wachen panische Angst vor etwas hatten, das sie im Frachtraum sahen. Was ist mit der Besatzung passiert? Wo sind sie alle? Das hier ist mehr ein Mausoleum als ein Schiff. Woher stammen die ganzen Leichen? Die sehen aus, als wären sie vor Angst gestorben. Habt ihr Gold gesehen irgendwo? Mandschurei-Gold ist in Wahrheit kein Gold. Es ist eine Chemikalie, die den ganzen Frachtraum 2 kontaminiert. Da waren Sicherheitshinweise. Es waren Anweisungen für den Umgang mit Chemikalien, die Herzrasen verursachen. Was denkt ihr, ist wirklich mit dem Kahn hier passiert? Kein Plan, Mann. Die Zeitung war von 1947. Wir wissen mehr als vorher. Wenigstens etwas. Die Zeit wird knapp. Wir müssen uns jetzt entscheiden. Wir müssen hier weg. Ohne die Verteilerkammer kommen wir hier nicht weg. Chemikalien. Wir brauchen sie. Moment. Hier muss doch ein Funkgerät sein. Das könnten wir benutzen. Ja klar, sofern es noch funktioniert. Mal sehen, wie wir darauf kommen.